In diesem Video geht es ums Teleobjektiv und zwar in Verbindung mit einem ND-Filter. Macht das überhaupt Sinn? Langzeitbelichtung und Teleobjektiv? Wir finden es raus in diesem Video. Wenn ich jetzt sage, mach mal eine typische Langzeitbelichtung, dann würde man sagen, da benutzt man vielleicht nicht ein Teleobjektiv, aber das ist falsch gedacht. Ein Teleobjektiv ist am Ende ja nur die Brennweite und je nachdem, was man abbilden möchte, was man fotografieren möchte, braucht man eben eine unterschiedliche Brennweite. Heute ist es sehr, sehr windig, das bedeutet erschwerte Bedingungen. Man wird das sicherlich auch immer wieder im Ton hören. Der Wind peitscht hier und wir sind in einer windgeschützten Ecke aktuell und trotzdem ist es immer noch ziemlich rau von hier hinten gegen die Jacke. Aber wir werden das trotzdem ausprobieren und ich denke, es wird funktionieren. Also was brauchen wir? Wir brauchen ein Teleobjektiv. Wir brauchen einen ND-Filter. Und bei mir ist es so, das Teleobjektiv, das ich benutze, ist das 70-200-4.0 von Sony und mein Weitwinkelobjektiv ist das 16-35-4.0 von Sony. Warum jetzt 4.0? In der Landschaftsfotografie habe ich die Blende meistens sowieso geschlossen. Das 4.0er Objektiv ist um einiges leichter als das 2.8er Objektiv. Und es gibt noch einen entscheidenden Vorteil. Ich habe hier den gleichen Durchmesser vorne am Gewinde wie auch beim 16-35-4.0. Bei beiden Objektiven 72 mm. Also kann ich den gleichen Adapterring wie auch beim Weitwinkelobjektiv hier jetzt beim Teleobjektiv raufschrauben. Ich benutze mein 100x100mm Filtersystem von Jaworski Filter mit dem 1000-fach ND-Filter, also dem stärksten Filter. Wir sind jetzt so ungefähr 2 Stunden vor Sonnenuntergang. Die Sonne ist schon relativ tief, kommt leicht seitwärts. Das wird später dann gut aussehen, weil die Felsen, die wir probieren zu fotografieren, leicht von der Seite angeleuchtet werden. Wichtig ist, dass das Stativ sehr stabil steht. Wenn ihr könnt, geht ein bisschen runter, wenn es windig ist. Kann ich jetzt hier aber nicht, sonst habe ich einfach nicht so eine schöne Perspektive. Deswegen bleibt das Stativ so, wie es ist. Ich habe vorhin auch mal probiert, den Rucksack hier unten ranzuhängen, denn das funktioniert ja hier mit so einem Haken, den man unten am Stativ hat. Aber dann wackelt der Rucksack die ganze Zeit rum in dem starken Wind. Das funktioniert auch nicht so gut. Deswegen habe ich mir jetzt hier eine windgeschützte oder einigermaßen windgeschützte Stelle gesucht, um eine Langzeitbelichtung zu machen. Denn ich muss ja ein möglichst verwackelfreies Bild hinbekommen und der Wind natürlich ist da so ein kleines Hindernis. Das Ganze klippe ich jetzt einfach hier vorne drauf und das Gute ist, solange genug Sonnenlicht vorhanden ist, muss ich mir um den Fokus nicht so großartig Gedanken machen. Ich kann auch noch im Nachhinein fokussieren. Außerdem macht es Sinn, sowieso auf unendlich zu fokussieren. Mit dem Teleobjektiv alles ist ganz weit weg und das kann ich auch ohne Sicht einfach über bei mir die Fokusskala, die ich im Live-View bzw. im Display dann sehe. Und ich mache das Bild jetzt erstmal im Hochformat, danach nochmal im Querformat. Ich habe mir da hinten so eine Felsformation ausgesucht, die ich ziemlich spannend finde. Und genau das ist auch der Grund, warum man dann zum Beispiel ein Teleobjektiv und nicht ein Weitwinkelobjektiv benutzt. Weil der Felsen, der ist weit weg, bestimmt 300, 400 Meter oder so. Und ist zwar relativ groß, aber im Weitwinkel wäre das einfach nur ein kleiner Felsen in der gigantischen Landschaft. Ich möchte aber diesen großen Felsen groß im Bild auch darstellen und wenn möglich isolieren. Und das Wellenspiel außenrum, der Atlantik, der da ranklatscht, den möchte ich schön nebelartig um diesen Felsen. Und das funktioniert natürlich auch mit kleineren Felsformationen im Wasser, wo das Wasser drumherum spielt. Denn das Wasser, wenn ich es Langzeit belichte mit einem ND-Filter, sieht später aus wie eine Nebellandschaft. Und ich habe schon Fotos geschossen, sehr abstrakte Fotos geschossen, wo es teilweise wirkt, als wären die Felsen im Wasser irgendwelche Bergspitzen, die aus dem Nebelmeer oder aus Wolken herausragen. Und genau das ist auch der Look, den ich erzielen möchte. Ich kann das Bild später in Schwarz-Weiß oder aber auch in Farbe dann nehmen. Das würde ich dann aber in der Bildbearbeitung machen. Und man kann es schon in der Kamera einstellen, um so einen ersten Eindruck zu bekommen. Aber am Ende, das RAW-Bild ist in Farbe. Wenn ihr an eurem Teleobjektiv so eine Schelle dran habt, dann empfiehlt es sich, die Stativplatte an dieser Schelle auch zu befestigen und das Objektiv an dem Stativ über diese Schelle zu befestigen. Dann ist das Objektiv um einiges stabiler und auch das Gewicht hängt nicht an dem Kamerabody selbst. Es kann sein, dass je nachdem, wie schwer das Objektiv
Objektiv ist, da dann der Mount ein bisschen ausleiert und das möchte man nicht haben. Oder dass auch Licht reinfällt, gerade bei einer Langzeitbelichtung kann das passieren, vor allem auch mit einer DSLR-Kamera. Durch den ND-Filter kann es außerdem auch sein, dass durch das starke Gewicht dann Licht über den Mount reinfällt. Ganz, ganz schwach, vielleicht ein Mikromillimeter, keine Ahnung, wie diese kleine Einheit jetzt heißt, aber das reicht schon, um dann zum Beispiel so eine pinken oder hellen Streifen ins Bild zu bekommen und dann könnte es daran liegen. Generell, wenn du mit einer DSLR fotografierst, bei Langzeitbelichtung macht es Sinn, wenn du die Möglichkeit hast, hinten deinen Sucher abzudecken. Bei einer spiegellosen Kamera ist das nicht nötig, aber falls du irgendwo mal in deinem Bild so eine Light Leaks drin hast, also so eine Lichtstreifen, dann probier einfach deine Kamera mal abzudecken mit zum Beispiel einer Mütze oder einem Tuch. Dann kann es nämlich sein, dass durch das schwere Gewicht hier am Mount Licht reinfällt. Dem Ganzen kannst du aber vorbeugen, wenn du einfach so eine Objektivschelle benutzt, wie sie meistens bei Teleobjektiven mit dabei ist. Und hier kann ich jetzt auch ganz bequem zwischen Querformat und Hochformat wechseln, indem ich einfach die Schelle öffne. Ich bin jetzt hier von der Verschlusszeit bei einer Blende 16, 25 Sekunden, ISO 100, wie gesagt, den 1000er ND-Filter drauf. Ich könnte zusätzlich noch einen Polfilter benutzen, habe mich jetzt hier aber erstmal dagegen entschieden. Und ich würde sagen, wir schießen einfach mal ein paar Fotos und dann gucken wir uns die danach an. Das sieht doch super aus, oder? Vor allem, wenn wir uns das Ganze in Schwarz-Weiß und in Farbe mal im Vergleich auch angucken. Das gibt schon irgendwie auch eine andere Bildwirkung. Man könnte auch überlegen, das Ganze ganz in Blau zum Beispiel zu ziehen, kann auch interessant aussehen. Was gefällt dir besser? Schwarz-Weiß oder Farbe? Schreib's unten in die Kommentare und unter allen Kommentaren verlose ich einmal ein 1000er Jaworski-Filter. Kurz ein bisschen Werbung, die gibt's auf lernvonben.de sowohl zum Stecken, wie ich sie jetzt hier gerade benutze. Ich würde behaupten, das ist so die Profi-Lösung. Sie ist auch ein bisschen teurer, aber man kann dann später auch mit Verlaufsfiltern und so weiter arbeiten. Videos dazu gibt's schon auf dem YouTube-Kanal. Wir verlosen aber einmal einen Drehfilter. Das ist eher dann die Einsteigerlösung, die ist günstiger, die musst du aber je nach Objektiv dann eben wechseln. Aber wenn du das machst, wie ich, könntest du jetzt hier mit diesem Objektiv und mit dem 16-35 4.0 den gleichen 1000-fach ND-Filter benutzen. Gibt's wie gesagt auf lernvonben.de und unter allen Kommentaren verlose ich einmal diesen 1000-fach ND-Filter. Viel Glück und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Drück den Abonnieren-Knopf, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast. Wenn dir das Video gefallen hat, gib einen Daumen nach oben, aktiviere auch die Glocke und ich sage ciao und au revoir aus der Bretagne.